Die Little Sister begegnet. Habe ich die Auszeichnung bekommen, jede Liste im Spiel gerettet. Dabei ist es noch nicht vorbei. Wahrscheinlich, weil ich im Portfolio eine mehr hatte, als ich bräuchte. Dann war das wirklich ein Anzeigefehler. Fehlende Stiefel. Verdammt nochmal, die Big Daddy Stiefel sollen hierher geliefert werden und nicht in die verdammte Bibliothek. Ich hab die Stiefel schon. Was für Vollidioten lässt Ryan eigentlich für sich arbeiten? So eine Scheiße ist unter Fontaine nie passiert. Kein Problem. So. Born. Abfackeln 3. Und Elektroball 3 habe ich jetzt. Diese zwei kleinen Räume haben wir noch nicht. Wie geht's dann rein? Ich denke mal, die letzten zwei Modifikationsgeräte habe ich verpasst. Also, wo ich die letzte modifizieren kann. Fontaine, dieser Hurensohn, macht einem Angst. Aber Ryan ist dafür ein geiziges Arschloch. Man kann den Schutzanzug nicht wiederverwenden. Mensch, Hauttransplantat und Organe. Alles kommt direkt in den Anzug, sonst funktioniert er nicht. Ryan sagt, Big Daddy sind zu teuer. Ryan kann mich mal. Bring das jetzt? Ah, schöne Munition. Ugh!
Haben wir ein bisschen Ausrüstung bekommen. Bist du da? Gib mir mein Mädchen! Zurück! Warum zögerst du? Ich werde dich jagen! Na komm mal her. Er kriegt Schiss. Ach stimmt, der Stimmverzerrer fehlt noch. Da nicht hin, dahin. Innerhalb von Optimized Genix. Und das. Ein Freund von Atlas. Da! Hier findest du den Stimmenverzerrer, mit dem du dich wie ein Dixelli anhörst. Grässliche Kreatur. Hier war ich doch schon. Also man kann schon klar, ganz klar sagen, der erste Durchlauf, da habe ich es mir viel schwerer gemacht. Bin wenig auf Adam gegangen und viel mehr verschossen. Mal hol mal deine Little Sister. Das spielt keine Rolle mehr bei mir. Sehr oft so am Ende eines Spiels. Wenn ich's spiele. Hol deine Little Sister. Das interessiert mich. Kommt noch einer raus oder nicht, weil wir das Achievement haben? Ja, es kommt noch einer. So, jetzt haben wir die auch. Nein,
das ist noch nicht der Grund, weshalb ich hier bin. Das ist doch der Bereich hier gewesen. Ich dachte, das wäre die Little Sisters Tür. Ich gebe zu, dass es vorausschauend von Fontaine war, das Plasmidgeschäft aufzuziehen. Aber der Mann hat noch nie was vom Vertrieb verstanden. Ich dachte schon, diese wunderbaren kleinen Mädchen. Und er zeigt sie nicht. Ich habe mir gerade das neue Design der Plasmidautomaten angesehen. Sie sind genau so geworden, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich sage es ganz deutlich, wenn sie gut präsentiert werden, sind diese Little Sisters Gold wert. Ah, ein Aufrüstungsding. Ah, ich glaube, den zweiten werde ich nicht mehr finden. Mir würde nämlich nur noch einer fehlen. Ist da die Waffe, die ich am wenigsten benutzt, da zum Schluss. Money, 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 that is funny. Alles wird hier gehackt. Hier spritzen noch nicht genug. Was machst du denn da oben? Komme ich in den Raum. Hier. Da ist der Stimmverzerrer.
Verwandlung in diesen Blechkameraden wieder rückgängig machen? Die verrückte Gänsemutter hält ein Casting für die Frankenstein-Parade ab. Und du bist ganz vorn mit dabei. Oh, das wird jetzt eklig. Wir haben das Ding in unserem Mund gehabt. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich Angst vor deinem Blechanzug habe, oder? Jetzt geht's zurück. Aber wir klingen ja jetzt auch wie ein Big Daddy. Machine Buster 2, Wrench Lurker 2. Hallo. Oh, bitte. Es ist mir sehr wichtig, dass du mit den Kleinen behutsam umgehst. Ach, meine kleinen Mädchen. Was jetzt so nötig war. Schaut zum Trainingsgelände. Hätte es auch einfach jemanden runterschicken können. Ja, das ist ja auch meine Aufgabe. Bei den Tenbobs Unterschlupf haben sie ja auch so eine Tür für uns geöffnet. Jetzt ging's plötzlich nicht mehr. Das war mir schon klar, Idiot. Ich bin soweit.
Oh, was ist das denn für ein schöner Fisch? Na, hier saugt sie das Adam raus. Er sieht traurig aus, Mr. B. Ja. Adam sammeln ist toll. Es macht nichts was ganz Besonderem. Nste? Ich bin ein braves Mädchen, Mr. B. Ich bin soweit! Ich bin fast schon wieder zu stark für das Spiel. Weiter geht's. Nächste Ding, die nächste Leiche, die sie ausnimmt. Komm, gehen wir. Der ist so voll, Mr. Die Ernte wird bestimmt die Splicer herlocken. Die Spielweise nur mit der Rohrzange zu kämpfen hat sich ausgezahlt. Ich sehe Adam, Mr. B. Komm, geh hier! Adam sammelt es wieder her. Bringen Sie wieder her, sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Ja, wo sind sie denn? Irgendwo hängt doch schon wieder ein Splicer fest. Ich sehe Adam, Mr. B. Ich bin soweit. Gehen wir, Mr. Bubbles. Komm, Mr. Bubbles. Ein anderer Big Daddy. Komm, gehen wir. Na, Kollege? Gehen wir, Mr. Bubbles. Gehen wir, Mr. Bubbles. Auf den Wiesen von Atlas und sein. Komm, gehen wir.
Schütze haben sonst nie auf die Little Sister geschossen. Komm, Mr. Bubbles! Gehen wir, Mr. Bubbles! War gerade etwas zu viel. Na, komm mal mit. Schneller bitte. Subjekt 3. Sieh mal, Mr. Bubbles. Ja, das ist die Flasche da locken. Und beeil dich mal. Ach, das erkennen sie, normales Mädchen. Lass sie in Ruhe! Oder Lunke! Sag nicht, du bist jetzt eifersüchtig.
Eifersüchtig. Die Mädchen bleiben besser bei dir. Lieber bei dir, als allein in der aufziehenden Dunkelheit. Ja, was? Die Spritzenverbandskästen sind voll.